Ich weiß, dass Sie keine Schwächen haben, Kapitän LeChip. Sie sind ein Erfolgsmensch, ein Macher. Ich nur eine kleine, winzige Fliege. LeChip? Der Kapitän ist ein Affe? Also wenn der Kapitän ein Affe ist, muss Mr. Fossi... Ei, ei, Kapitän. Frische Bananen für die ganze Mannschaft. Völlig durchgeknallt sein. Wie bitte, Kapitän? Ihre Parasiten ärgern Sie? Natürlich, ich werde sie losen, Sir. Wissen Sie, Sir, der Fund dieser goldenen Statue ist vielleicht genau der Ansporn, den unsere Crew braucht. Nun, mit solchem Reichtum können wir ein neues und besseres Schiff kaufen und so die Karibik terrorisieren. Na gut. Es ist Mr. Fossi, der erste Mate. Können wir die nehmen? Mir ist nicht nach Früchten. Ja, es ist ein Porzellankrug. Mitnehmen. Ich hasse Porzellan. Okay. Es ist eine lange Geschichte. Ich erklär's später. Alles klar. Es ist der furchteinflößende Pirat LeChim. Meine Lieblingssorte. Plünderbrot. Plünderbrot. Oh, eine Porzellanvase. Es ist eine Reifenschaukel. Eine Schale voller Bananen. Jetzt haben wir hier Hühnchenfett. Moment mal. Test. 1, 2, 3. Oh, oh, ich höre schon wieder diese Stimmen. Vielleicht könnten wir uns ja als Schimpanse ausgeben. Mr. Fossi, ich habe nachgedacht. Sind Sie in Ordnung, Kapitän? Sie klingen so anders. Oh, unterbrechen Sie mich nicht. Entschuldigung, Sir. Vielleicht ist es an der Zeit, die Freibeuterei aufzugeben. Ich meine, schauen Sie sich mal um. Ich, der Rest der Besatzung. Wir sind alle Affen. Meinen Sie das im darwinistischen Sinne, Sir? Nein, in einem ziemlich wörtlichen. Ist Ihnen aufgefallen, dass sich die Crew lieber von Mast zu Mast schwingt, als das Deck zu schrubben? Ich will nicht einmal erwähnen, was Sie auf dem Schiff herumgeworfen haben. Spielen Sie darauf an, dass ich die Crew nicht im Griff habe? Nein, nein, ich schlage nur vor, dass wir diese Scharade aufgeben und uns auf die Bäume zurückziehen. Es ist nicht das Leben eines Affen, dieses monatelange Segeln über die Meere. Nun, wenn Ihnen so viel daran liegt, Sir, schätze ich, dass ich mir keine Widerrede erlauben kann. Unsere letzte Amtshandlung sollte sein, dass wir diese Statue ausgraben und... Es wird die Männer hart treffen, aber wenn Sie glauben, es sei das Beste... Okay, aber zuerst sollten wir die Statue ausgraben und sie... Ich werde Ihnen klar machen, dass es nicht Ihr Fehler ist. Sehr gut. Und dann graben wir die Statue aus. Okay, dann eben nicht. Gut, jetzt sind wir schon mal hier draußen auf jeden Fall. Das muss die Karte zu dem Ort sein, an dem Sie Elaine vergraben haben. Folge dem Pfad mit offenen Augen zum X. Okay, können wir hier was mitnehmen von? Ich kann mir keinen Verwendungszweck für ein Laib Plünderbrot vorstellen. Butterkekse vielleicht. Ich will kein weiteres Biskuit. Salz und Pfeffer ich mitnehmen. Ich vermeide Salz, wenn möglich, und verwende nur... Ich will nichts haben, das so stinkt. Aber ein Bierkrug? Ich will nichts haben, das so stinkt. Preiselbeeren? Ich mochte Preiselbeeren noch nie und ich gedenke nicht, jetzt daran etwas zu ändern. Es ist eine richtig anrüchige Brühe. Mais am Kolben. Nein, das Korn ist voll Fett und Butter. Achso, Früchte möchte er ja nicht haben. Mir ist nicht nach Früchten. Gut, können wir mit LeChim reden? Ich vermute, Mr. Fossi ist der Einzige, der mit ihm reden kann. Okay, Bullauge. Gucken. Wenn ich aus diesem Bullauge klettere, lande ich genau auf meinem Stück Planke. Cool, da kommen wir also dann raus. Achso, den Porzellankrug will er ja nicht mitnehmen. Ich würde eigentlich gerne diesen Bierkrug mitnehmen, weil dann könnte man vielleicht mit dem Jungen da vorne den Bierkrug tauschen oder so. Ich will nichts haben, das so stinkt. Aber wenn er es nicht nehmen will, dann verlassen wir das Schiff jetzt wohl besser. Gut, da sind wir dann wieder an Land. Und jetzt schauen wir uns das nochmal an hier.
X markiert die Stelle. Folge dem Pfad mit offenen Augen zum X. Südost, Nordwest, West, Südost. Zwei Schritte Nordost, Ost, Südwest. X markiert die Stelle. Ja, welchen Pfad könnte man denn da meinen? Beziehungsweise... Ja... Aber wie, was kann uns das sagen, Nordwest? Irgendwie... Naja, gehen wir erstmal wieder in die Stadt. Puerto Pollo. Gut. Das Einzige, was ich mir jetzt eventuell denken könnte, wäre, dass man in der Reihenfolge, wie es auf dieser Karte da jetzt steht, die Knöpfe hier oben vielleicht drücken soll. Denn hier war ja auch irgendwas verbuddelt auf der Bühne. Vielleicht ist das Elaine. Und wir brauchten ja eine Bedienungsanleitung. Vielleicht können wir jetzt dann damit das machen. Also wir gucken nochmal drauf. Südost. Nordwest, West, Süd. Also Südost wäre hier. Gut, jetzt sagt er zumindest auch nichts mehr von wegen Bedienungsanleitung. So, den haben wir gedrückt. Dann war das Nordwest, West, Süd. Nordwest. West. Süd. Ost. Gut, jetzt nochmal hier drauf schauen. Ost. Zwei Schritte Nordost, also zweimal Nordost drücken. Ost und Südwest. Eins, zwei, jetzt habe ich glatt schon wieder vergessen, was das andere war. Ost und Südwest. Ost, Südwest. Hebel. Das sieht doch verdammt nach einem X aus. So, jetzt gehen wir nochmal da runter. Brutus, dann falle, Cäsar. Danke, danke. Oh, ich kann einfach nicht hinsehen. Da kann man auch definitiv nicht hinsehen. Wir müssen es jetzt irgendwie schaffen. Okay. Das X war zwar da. War zwar da, aber es ist... Moment, muss man erst den Hebel ziehen? Moment mal, ich drück mal irgendwas jetzt hier. So. Genau, erstmal den Hebel ziehen. Und jetzt vielleicht nochmal die Kombi durchgehen. Südost, Nordwest, West. Südost. Wie schnell ich das immer vergesse, ne? Das ist unglaublich. Nordwest, West, Südost, Nordwest, West. So, der nächste Punkt war dann Südost, zwei Schritte Nordost, Süd, Ost, zwei Schritte Nordost. Ja, und wieder eine Anspielung auf ein Spiel. So. Ost, Südwest. Ost.
Südwest. Das so. Ist es. Dort muss Elaine begraben sein. Da haben wir auf jeden Fall jetzt das X. Und jetzt? Ich weiß, darauf habt ihr alle gewartet. Wie wäre es mit verblüffender Jonglierkunst? Genau, verblüffender Jonglierkunst. Gut, dann gehen wir mal rein und brechen einfach mal in die Vorstellung. Ist dies ein Dolch, den ich vor mir sehe? Nein, es sind drei. Seht, wie ich mit diesen Messern jongliere. Mit hohem persönlichen Risiko für mich selbst. Und für euch, wenn ich abrutsche. Er ist ein großartiger Jongleur, aber ich wünschte, er würde von der Bühne verschwinden, damit ich Elaine ausgraben kann. Jetzt können wir doch den Keks essen. Dieser Keks ist voller Maden. Ha! Sehr gut. Wir haben einen Keks mit Maden. Können wir die vielleicht mit dem Öl kombinieren? Ich sollte die Maden nicht verschwenden. Ich sollte die Maden nicht verschwenden. Maden. Was können wir denn jetzt mit Maden machen? Können wir vielleicht nochmal in den Laden gehen, weil da ist ja. Der Typ müsste ja jetzt weg sein. BZW, nee, Quatsch. Der hat uns ja eins übergezogen. Maden mögen doch lecker Hühnchen. Genau. Oh, das sind aber... Oh, Wahnsinn. Oh mein Gott. Und wo krabbeln sie jetzt hin? Wieder in den Biskuit-Dingens. Okay. Hey, wir haben eine Clubkarte gefunden. Das ist natürlich äußerst genial. Können wir vielleicht wieder so einen Keks noch mitnehmen? Ich will keine madenverseuchten Kekse. Na gut. Damit kommen wir dann jetzt in diesen Club. Und können mit dem Placido Domingo reden. Oh, da habe ich... Ah, ich wusste gar nicht, dass man doppelklicken kann. Das ist natürlich sehr gut. So, hier ist doch Cabana, Junge. Dann gehen wir mal da hinten hin. Da können Sie nicht lang gehen. Bitte? Das ist nur für Mitglieder. Ja, aber hallo, ich habe eine Clubkarte. Entschuldigung, meine Karte. Nun, ich bin mir sicher, dass da etwas nicht ganz richtig ist. Sie sind schlampig. Und dennoch habe ich eine Mitgliedskarte. Lassen Sie mich sehen. Die muss am Morgen nach der Weihnachtsparty im Büro genehmigt worden sein. Ja. Und ich glaube, ich nehme eins der flauschigen, sauberen Handtücher und genieße einen schönen, entspannten Spaziergang am Strand. Nein! Das dürfen Sie nicht! Natürlich. Ich darf und vielleicht sonne ich mich auch nackt. Heilige Mutter der Perlen, nein. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, ganz hinten am anderen Ende des Strands ist's besonders schön. Dahin sollten Sie gehen. Sie sollten jetzt dahin gehen. Gut, auf jeden Fall nehme ich mir jetzt erstmal so ein Handtuch. Nett flauschiges Handtuch. Und das Öl hätte ich auch gerne. Vielleicht können wir ihm das ja unter der Furt wegklauen. Kann ich bitte etwas von deinem Öl haben? Dieses Öl ist ausschließlich für den Techniker der Frittierstation bestimmt. Ach, verdammt. Na gut, dann gehen wir erstmal so wieder auf den Strand. Herrlich. Brimstone Beach Club. Und seht mal, wer da ist. Das kann nur Blassi... Oh mein Gott. Oh. Heilige Mutter Maria Gottes. Mit diesen Löchern in meinen Schuhen schaffe ich es nie über diesen heißen Strand. Wir haben ein Tuch. Können wir das vielleicht da hinlegen? Oh mein Gott. Okay, also wir brauchen nasse Handtücher. Irgendwie müssen wir die Handtücher nass machen. Nett flauschiges Handtuch. Davon nehmen wir gleich mal mehrere. Ich nehme noch eins. Yep.
Ich habe genug Handtücher. Gut, wie kriegen wir das? Das muss nicht fertig abgetrocknet werden. Nein. Okay, wir haben hier also nichts, mit dem wir da auch nur annähernd jetzt das nass machen könnten. Aber in Porto Polo gibt es einen Brunnen. Vielleicht kann man den ja benutzen. Ansonsten gehen wir mal zur Bucht oder so und versuchen es da in die... Hey. Vielleicht können wir es auch in die Farbe tunken. Probieren wir es mal aus. Das muss nicht abgetrocknet werden. Okay, dann gehen wir nochmal hier zum Brunnen. Da. Aber mit dem kann man nichts machen, habe ich das Gefühl. Also mit dem hier geht es wahrscheinlich nicht. Nee. Aber hier in der Mitte ist ja auch noch ein Brunnen. Da. Da können wir bestimmt die Handtücher nass machen. Das muss nicht abgetrocknet werden.